Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play NES Edition der Nintendo World Championship. Das ist ja so ein langer Name, da muss man jedes Mal wieder neu erstmal erzählen, ne? Im letzten Part haben wir Excitebike und Ice Climber, das ist erfolgreich abgeschlossen, finde ich, mit allem mit mindestens A. Und Balloon Fight werden wir nicht in diesem Part machen, da habe ich gesagt, das verbinden wir jetzt zusammen mit SMB 2. Ja, Wirtschaft Link wird richtig eklig, oh mein Gott. Da habe ich jetzt schon Respekt vor. Aber heute machen wir New Super, nicht New. Das wäre es ja noch, ne? Super Mario Bros. 3, eines meiner liebsten SNES-Games. Nämlich Super Pilz haben wir schon mal gemacht. Weiter geht's mit Challenge Nummer 2, unterirdische Münzenjagd. Sammle alle Münzen. Ich denke, das wird einfach. Wie gesagt, mein Ziel ist erstmal primär einfach überall A-Rang zu haben mindestens, ne? Challenge können wir hinterher noch probieren, falls wir noch Zeit haben. Alles höher zu machen. Herbsttrophäe. Nimm das platt. Okay. Ich meine, SMB 3 kennt man, ne? Okay. Das ging zu langsam, nach meiner Meinung nach. Hier will ich auch nicht hängen. Ich merke schon, wie das Spiel halt einfach gut ist, ne? Egal. Ich habe euch gesagt, wir versuchen hinterher noch. Ich merke halt schon, wie ich direkt nostalgisch werde bei dem Spiel, weil ich es halt früher sehr oft gespielt habe. Was geht hier ab? Harter Hammer, Bruder. Besiege den Gegner und nimm die Schatztruhe. Okay, man muss immer bedenken, die Schatztruhe spawnt immer auf der anderen Seite, wo du bist. Das heißt, es ist ratsam, immer in die Mitte zu gehen. Und direkt dahin zu laufen, zu der weitestfernsten Stelle. Von euch in dem Moment, wo die Truhe spawnt. Klempnermeister. Betritt die Röhre auf der rechten Seite. Oh, wie oft bin ich hier durch? Umkleide Tanuki Mario. Was? Nimm den Tanuki-Anzug, ja, der ist da drinne. Und dann hüpft er irgendwie raus, ne? So ganz komisch. Immer auf die andere Seite. Ja, genau. Aber Challenge machen wir später, wenn wir noch Zeit haben, ne? 1-1 Durchmarsch. Schließt das Level ab. Den Pilz ignorieren wir mal. Ja, es wird es schon mal nicht. Wie sag ich, Peace Beat, das ich nicht wollte? Nein, ich hasse diese Stelle einfach. Das ist das Schlimmste an 1-1. Ich weiß nicht, was sie sich hierbei gedacht haben. Das in 1-1 einzubauen. Ist die Mario nicht gesprungen? Und lass mich raten, am Ende muss ich das Spiel durchspielen mit Flöten? Ich hoffe nicht. Jetzt ist er nicht gesprungen. Ja, wenn man direkt festhackt, kann man es ja auch vergessen, nicht wahr? Ach, SMB 3. Wie ich das Spiel einfach mag. Ey, Allstars-Version natürlich. Die mag ich am liebsten. Einfach von unten hüpfen, dann geht das schon. Ah, bloß. Ja, es reicht, ne? Reicht doch. Was haben wir hier? 1, 2 und du bist frei. Schließ das Level ab. Oh nein, ich habe ja schon das Gefühl, dass die einen darauf antrainieren, die Flöten alle zu holen. Ah. Ich habe nicht das Gefühl. Ah, nicht schlimm. Irgendwo ist hier auch ein Stern drin. Oder ein Pilz. Ja, reicht doch, ne? Ist doch gut. Bum Bum! Boss Bum Bum! Besiege den Boss und nimm den magischen Ball. Gut, wollen wir keine Chance lassen? Wir lassen ihn keine Chance. Ich habe damals gedacht, seine Hände sind wie Flips.
Kennt ihr die Flips? Bei uns hießen die irgendwie auch Würmer. Wir haben sie immer Würmer genannt. Ganz vergessen, dass da noch ein Ball rauskommt. Was geht jetzt ab? Launischer Larry, Alter. Der launische Larry. Besiege den Boss mit dem Zauberstab. Wir besiegen jetzt aber den launischen Larry. Das hört sich an, Alter. Ey, der könnte Darsteller sein. Habe ich nicht gesagt. Der launische Larry. Der launische Larry. Oh Mann, Alter. Die sengende Sonne. Angry Sun. Ja, da muss man so ganz komisch springen einmal, ne? Weil das so ein Wirbelsturm ist. Als Kind habe ich da vollkommen versagt. Das will ich nicht. Peacebeat müssen aufbauen. Um hier durchzukommen. Genau. Der Rest ist einfach nur der Sonne ausweichen. Das habe ich nicht gut hingekriegt. Estrag wird es nicht mehr. Nein, kannst vergessen. Wie ich das halt für jedes Mal vergesse. Ich kann mir halt nie merken, wo der Sturm auftaucht. Diese Paracoopers einfach perfekt dahin passen, nicht wahr? Und dann springe ich daneben am Ende, Alter. Und krieg trotzdem S-Rang. Was? Ich krieg trotzdem S, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war ganz kurz und knapp, ne? Okay, oh, was kommt jetzt? Mörrische Morten. Ich krieg den zu viel. Besiege den Boss in den Zauberstab. Ist das nicht so, dass er auf den Boden stampft? Oder war es späterer? Ich find Wendy am schlimmsten, ne? Oh nein. Froschplanscher. Schließt das Level als Frosch Mario ab. Oh, das ist Level so furchtbar. Und darf man nicht getroffen werden? Ich meine, es ist sowieso besser mit Frosch Mario zu spielen als normal Mario unter Wasser. Aber erstmal muss ich das Level nochmal ein bisschen kennenlernen. Ich habe echt lange nicht mehr gespielt. SMB3. Vor allem nicht das Original. Oh mein Gott, was? Von hier hoch? Ja, okay. Der Rest ist ja nur ins Ziel gelaufen, ne? Warum er jetzt gesprungen ist, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Diese eine Stelle macht mir gleich Sorgen. Ja, das nicht, jetzt kannst du vergessen. Für Frosch Mario halt so furchtbar. Nein. Frosch Mario ist richtig furchtbar. Uah. Einfach A gedrückt halt die ganze Zeit. Das ist das Problem. Man muss A gedrückt halten, damit man Speeder auf, damit man perfekt in der Höchstgeschwindigkeit schwimmt. Aber dann macht das Ausweichen halt schlimm, ne? Diese Stelle hier ist furchtbar. Die Stelle ist furchtbar. Und das Springen. Das Springen mit dem Frosch Mario. Normalen Level. Hör mir auf. Hör mir einfach auf. Es geht natürlich alles besser, aber hey. Oh nein, die wütende Wendy. Die wütende Wendy. Die werft hier. Ey, das. Die Namen sind so geil. Ja, egal. Ja, ich weiß, die verkacke ich halt immer. Und dann darf, wenn ich verkacke, und dann verkacke ich. Und dann darf ich halt jedes Mal in der scheiß dummen Wasserwelt immer wieder das Flugschiff neu holen.
egal. Hoffentlich reichen die Punkte noch aus, um alles zu machen, Alter. Das große Rennen. Schließ das Level ab. Boah. Ey, das ist... Puh. Das Level habe ich auch nicht oft gespielt, ne? Ich meine, das Level ist einfach. Es gibt kaum schwere Level in dem Spiel. Einige, ja. Aber halt... Ich sag mal so, die schwersten Level in SMB3 sind halt... alle dreimal so schwer wie ganz Mario Wonder. ja. Welcher Iggy? Der irritierte Iggy. Ich mag Iggy nicht. Ich mag Iggy nicht. Jetzt geht's in Meisterschwierigkeit zu. Gut zu Fuß. Schließe den Level als Schuh Mario ab. Okay, man kriegt hier also den Schuh. Man darf halt den Schuh nicht verlieren. Was man aber darf, ist... Nein. Was man aber darf, ist, glaube ich, ein Power-Up einsammeln. Oder nee, verliert man den Schuh, ne? Doch, da verliert man den Schuh. Ja. Man muss Power-Up vor dem Schuh einsammeln, so war das, ne? Ich erinnere mich, LPM hat damals ein Let's Play gemacht. Ich glaube, er hat ein Power-Up eingesammelt. Hat das denn hinterher World gespielt und wundert sich, wo sein Schuh plötzlich ist. wo ist der Schuh? Ja. Mann, was ist denn das? Man muss links, da kommt man irgendwie unten durch und dann muss man wieder rechts laufen, ne? Ey, wieso sehe ich diesen Stachel nicht? Der ist doch grün, der ist doch rot im grünen Hintergrund. Stimmt, man kann ja auf die Mancha hüpfen. Dann muss man hier runter, da kommt man wieder irgendwie oben raus, dann muss man rechts, ne? Genau. Ich glaube, das Schuhmama soll mal Yoshi-Ersatz gewesen sein. Oh, bitte nicht. Ja. Also S wird das auf jeden Fall nicht. Jetzt sowieso nicht mehr. Hey, immerhin A. Wieso immer die furchtbarsten Level? Ja, gib her. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Wir ignorieren mal die schlimmsten davon. Da kriegt er nicht so viele Punkte wieder beim ersten Mal hier. Warte mal, wenn die meisten alle 100 kosten, ne? 100, 200, 300, 400, 500. Da fehlen uns aber wieder 200 Punkte. Ja. Gut, dann ist es halt so, ne? Randalierer der Roy. Stimmt, der hüpft ja so komisch. Ja. Durch das Eis gehämmert, besiege den Boss nur den magischen Ball. Spur kurz vor. Ja. Ich darf den Hammer nicht verlieren. Er ist am Ende eine Bum-Bum, ne? Oh, ich darf den Hammer nicht verlieren. Nein! Oh, dieser Hintergrund, dieser schwarze, ne?
Ah, oh Gott! Ich darf dich echt nicht finden, okay. Boah. Gibt es nicht. Nein! Ich versuche erstmal so einmal mit zurück. Nein! Das ist wirklich heftig. Das Level ist wirklich heftig. Und dann muss man hier am Ende auch wieder perfekt in die Tür stehen. Ja, okay. Eieiei, da kriegen wir ja Schwitzen. Oh mein Gott. Nein, einfach hoch, okay. Ich nehme jetzt einfach mal in Kauf einmal. Kannst du mal bitte den Hammer... Das gibt's doch wohl nicht. Toll. Wirklich, danke, auch herzlichen Dank. Ich will mit B hier nicht raus, das ist ein Problem. Das ist mal kurz vor knapp, ne? Nein! Wieso? Nein, hüpft. Ich will nicht mehr. Hammer, Bruder Mario ist so schlimm. Nein. Wie denn? Ich muss doch irgendwie... Wie denn? Warum setzt denn das Spiel immer irgendwo genau da ab, wo man gar nicht abgesetzt werden will? Oder an den dümmsten Stellen? Nicht gut. Jetzt direkt hoch. Ich weiß. Ja, warum bist du jetzt da unten? Warum ist das Ding nicht da unten gespawnt? Das gibt's doch nicht. Alter, das ist heftig. Lästiger Lemmy. Ja, egal.
Nee. Nein. Die wollen tatsächlich, dass man das Level... Okay, okay. Ja, egal. Ob man klopft oder nicht. Man kriegt es natürlich mit S-Rang besser hin, aber ist ja egal, ne? Wobei, ich schaffe das. Doch, wir schaffen das noch. Jetzt kommt natürlich listiger Ludwig. Der ist das Schlimmste von allen. Der hat alle Fähigkeiten einfach. Der stampft, der ist hässlich. Der macht Ringe oder so. Das dauert lange, bis man ihn treffen kann. Weil jedes Mal dotzt er irgendwo an. Richtig lästig, aber nicht so lästig wie Wendy. Wendy ist einfach die Schlimmste von allen. In den dummen Ring. Okay. Legende. Oh nein, bitte. Ich sehe schon. Steppen-Stepptanz. Schließe Welt 1 ab. Ich spule mal vor, was alles notwendig ist. Welche Level? Und ob man alle Level machen muss. Na, guck mal kurz auf Spiegel, aber gerade rein. 1 und 1, 2. Keine Knall, dann direkt Bum Bum. Dann Rutschpartie, Welle für gegen 5, der Welt 6. Ja. Mit Pech landet man den Hammerbruder, wobei man muss einmal den Hammerbruder machen. Ja, klar. Und dann hat er das dämliche Luftschiff, ne? Und dann am Ende hier. Okay, ja gut. Welt 1. Machen wir. Aber dann nehme ich ja trotzdem gerne einen Pilz mit, weil so viel Zeit muss sein. Ja, das ist natürlich super, wenn ich jetzt... Ja, ich wollte eigentlich den... Nee, wir sind doch beim ersten Level. Wir sind doch bei der ersten Level. Da kann ich das nochmal resetten. Da finde ich es noch nicht so schlimm. Schneller als beim Rekord, ne? Dann nehmen wir den Tanuki auch noch mit. Beziehungsweise das Blatt. So. Ich hätte dem Spiel zugetraut, dass man das Spiel durchspielen muss mit allen Flöten. Und dann die letzte Welt. Hätte ich dem Spiel zugetraut. Wäre auch ziemlich witzig. Meint ihr nicht? Schade, dass sie es nicht gemacht haben. Aber hey, die erste Welt, die spielen wir noch gerne durch. Und ich habe mal was getestet. Was einige vielleicht nicht wissen. In dem Spiel kann man alles, man kann sich ja Replays angucken, ne? Aber alle Replays, die über 20 Minuten gehen, da oben ist übrigens das Blatt, die Flöte, alle Replays, die über 20 Minuten gehen, werden nicht mehr gespeichert. Ja, das heißt, ihr könnt nur 20 Minuten Replay euch angucken. Ja, das kriege ich nie beim ersten Mal. Ba, ba, ba. Da ist Bum Bum. Kennt man, man liebt ihn. Man weiß, wie er tickt. Man macht ihn kaputt. Döp, 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 döp. Mit seinem Flipsarm. Arme. Ärmelchen. Ein Stern. Ja, eigentlich will man nicht im Wasser landen, ne? Ist mir auch egal jetzt. Ja,
Ist mir auch egal jetzt. Hauptsächlich hier kommen wir ans Ziel. Yeah! Eigentlich will man es nicht, ne? Ja, egal. Ich hätte gerne wahnsinnigen Pilz. Weil es war nicht geplant, klein zu werden eigentlich. Das Level ist eigentlich relativ einfach. Ich habe halt trotzdem nur Schiss, jetzt runterzufallen. Aber ich mag SMP3 sehr. Wirklich. Da habe ich sehr viele nostalgische Gefühle für. Hier würde ich damals immer als Kind auf den Cooper gesprungen, um dann darauf. Aber es ist eigentlich voll dumm, weil man dann das Risiko erhöht, runterzufallen, ne? Aber hey. Man spielt als Kind ja auch viel anders, als man im Erwachsenenalter spielt, nicht wahr? Oh mein Gott, der König wurde transformiert. Bitte rette uns, Mario. Ich hasse Autoscrolling-Level. Weil langsam. Man kann sie nicht schneller abschließen als vorgesehen. Und das nervt, ne? Vor allem, wie hässlich das in SMB3 hier ist. Zählt die Folge immer noch oder macht sie mich nur groß? Natürlich macht sie mich nur groß. Aber die Luftschiff-Level mochte ich noch nie. Die waren teilweise, sind teilweise schwerer als der Boss. Hallo? Jetzt nicht an Larry verrecken. Alter, zählt das noch mit, wenn man hier runterfliegt? Oh Gott. Wenn das nicht A ist, weiß ich auch nicht. Bin ich gestorben, oder? Erzähl mir das Rang A. Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Aber das ist A++, ne? Eine Aufgabe Steppen-Stepptanz. Ja, das war doch so erfolgreich, würde ich mal sagen, oder? Doch. Ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Für den nächsten muss ich ein bisschen Sachen erfahren. Ja, na gut. Aber ja, ich habe hier SMB3. Da kann ich noch ein paar Sachen verbessern. Um genug Punkte zu haben, um das hier alles freizuschalten. Ich habe so keinen Bock auf diese Adventure auf Link, ne? Ich habe so keinen Bock. Weil das so lange ist wieder. Oh mein Gott. Und das Spiel ist halt teilweise so schwer einfach. Aber du müsst ja durch, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.